Martin Schulz schlägt vor, die Befristungsmöglichkeiten für Arbeitsverträge, gerade bei jungen Menschen, zu erschweren. Und ich will vorab schicken, dass ich glaube, dass auch die FDP, auch die jungen Liberalen ein bisschen mehr zum Ausdruck bringen sollten, was Befristung von Arbeitsverträgen eigentlich für das Leben junger Menschen heißt. Das heißt, man kann nicht planen, wann man ein Haus kauft. Das heißt, man kann nicht planen, wann man eine Familie gründet. Das heißt, man kann auch möglicherweise sonstige Fragen der Lebensplanung nicht nachkommen. Aber helfen hier weniger Befristungen wirklich weiter? Viele von euch haben doch in ihrem ganzen Leben noch nie einen anderen Arbeitsvertrag gehabt als einen befristeten Arbeitsvertrag. Und viele von euch, so wie ich auch, sind der Meinung, lieber ein befristeter Arbeitsvertrag, lieber irgendein Einstieg ins Arbeitsleben, als gar kein Einstieg ins Arbeitsleben. Und liebe Julis, was passiert denn, wenn Befristungen erschwert werden, wenn Befristungen verboten werden, nachdem die erste Befristung abgelaufen ist? Ja, dann sucht sich der Arbeitgeber einen anderen Arbeitnehmer und dann leidet unter diesem neuen Gesetz von Martin Schulz gerade der, der ihn eigentlich schützen will. Und schauen wir doch einmal, was für Gesamtvorschläge die Sozialdemokraten, ob aus Union oder SPD, im Bereich der Arbeitsmarktpolitik machen. Der Staat, er legt die Lohnhöhe fest, er hat Praktika reguliert in der letzten Legislaturperiode, er will die Beiträge zu Sozialversicherungen erhöhen. Die SPD ist doch dabei, den Graben zwischen denjenigen, die Arbeit wollen und denjenigen, die Arbeit anbieten, immer weiter zu vergrößern. Und der einzige Grund, warum Martin Schulz diesen Vorschlag bei Befristung macht, ist, dass er die eigene sozialdemokratische Seele beruhigen will. Und das sollten junge Menschen wissen. Kein Vorschlag von Martin Schulz bringt mehr Jobs für junge Menschen, wie du es.